Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 117 von Dienstag, dem 4. Juni 2024 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling, NLP und heute auch Storytelling erscheint normalerweise am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf YouTube. Normalerweise Dienstag, manchmal Dienstag früh, manchmal Dienstagabend, manchmal bereits Mittwoch, manchmal erst Donnerstag, in manchen Wochen sogar zweimal. Deswegen, weil das nicht so ganz regelmäßig ist, empfehle ich dir, dass du den Newsletter abonnierst, www.ralfstumpf.de/newsletter. Da findest du auch jeden Samstag noch einen NLP-Fachtext. Und meistens auch passend zum Podcast. Heute zum Beispiel geht es hier um die Masterplots der Veränderung und in dem Letter vom letzten Samstag steht der erste Masterplot der Veränderung. Nachdem es jetzt mehrere Wochen um Kant ging, beginnt heute eine neue Reihe im Podcast und Newsletter. Es geht um die Masterplots der Veränderung. Viel Spaß beim Zuhören. Wochenlang ging es jetzt um Kant, was ein Ende fand. Und jetzt kommt ein neues Thema. Wobei ich das Kant-Thema mich nochmal dafür bedanken möchte, einfach vor allem bei den vielen Leuten, die mir Feedback gegeben haben, die auf YouTube Kommentare geschrieben haben, die mir E-Mails geschrieben haben. Ich glaube, es war bis jetzt das Thema von allen Podcasts, wo es die größte Resonanz gab. Was mich ehrlich gesagt schon erstaunt beim Philosophen, der 300 Jahre alt ist. Aber es ist ja auch schön, es gibt Hoffnung, dass einer wie Kant auch heute noch genügend Publikum findet und zu genügend Aufregung führt. Also danke an Immanuel Kant und danke an die vielen Menschen, die darauf bezogen haben. Und jetzt geht was Neues los. Ich habe am Wochenende, am Samstag im Newsletter schon damit begonnen, mit dem Thema die Masterplots der Veränderung. Und ich habe in diesem Letter am Samstag den ersten Masterplot ausgebreitet unter dem Namen Die Rückkehr und dazu geschrieben, dass ich jetzt im Podcast ein kleines bisschen Hintergrundinformationen geben werde. Was sind eigentlich diese Masterplots der Veränderung? Wie kommt es dazu? Ich darauf gekommen und so weiter und so fort. Und in diesem Masterplan der Veränderung, da kommen drei Themen zusammen, die mir halt besonders am Herzen liegen. Das eine ist natürlich das Thema NLP. Das zweite ist noch natürlicher das Thema Modeling. Und das dritte ist das Thema Storytelling. Und in meiner Biografie, also zeitlich gesehen, ist natürlich Storytelling am Anfang, weil wie die meisten Menschen habe ich mich schon als Kind für Geschichten interessiert. Irgendwann kommt halt die Zeit, also man hört als Kind, ich schätze mal, dir geht es genauso, man hört als Kind Geschichten, man hört als Kind Märchen, man hört das gerne, dann irgendwann fängt man an zu lesen. Ich wurde dann ziemlich schnelle Leseratte. Dann kommen so die ersten großen Romane. Also ich kenne ehrlich gesagt kaum Menschen, die nicht als Jugendliche eine Phase hatten, wo sie komplett in solche Geschichten abgetaucht sind. Bei mir kam dann auch ziemlich schnell dazu noch Filme und die enorme, unglaubliche, unfassbare Wirkung, die Filme haben, die sie bis heute haben. Und das ist ja im Grunde bereits das erste Rätsel, die erste Magie. Ich meine, kennst du irgendein Tier, was so auf Geschichten steht wie wir Menschen? Wahrscheinlich nicht, ich kenne auch keins. Also wie kommt das überhaupt? Wie kommt das, dass eine wie J.K. Rowling mit so einer ausgedachten Geschichte wie Harry Potter zur reichsten Frau von England werden konnte? Also warum sind wir bereit für Geschichten so unglaublich viel Geld zu bezahlen, dem so viel Zeit in unserem Leben zu widmen? Wie kommt es, dass die Filmindustrie, Hollywood, Bollywood und wie sie alle heißen, das ist ja auf der ganzen Welt, dass da so viel Hirnschmalz, so viel Zeit, so viel Geld unterwegs ist und die Leute auch bereit sind, das dafür zu bezahlen. Und das Ganze seit Tausenden und Zehntausenden von Jahren. Ich meine, einfach nur als Unterhaltung, einfach nur, um sich die Zeit zu vertreiben. Also ich meine, das Wort Zeitvertreib ist sowieso ein ganz eigenartiges Wort. Die Zeit vergeht ja schon von selber, die brauchst du nicht auch noch vertreiben. Aber
können wir uns darauf einigen, dass das nicht der Grund sein kann. Da muss mehr dahinter stehen. Und da steht auch mehr dahinter. Und das war für mich eine von den ganz großen Entdeckungen, die kam. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach der meiner NLP-Entdeckung war. Das muss ziemlich gleichzeitig gewesen sein. Ich war ja in Berlin damals, habe Musik studiert. Er hatte mich vorher schon, wie gesagt, für Geschichten interessiert. Also bei mir war so, dass im Abitur waren Mathematik und Deutsch waren meine beiden liebsten Fächer und Musik konnte ich auch damals schon gut. Ich war ja der Kirchenmusiker in der örtlichen Gemeinde. Und im Grunde waren das die drei Sachen, wo ich geschwankt habe, ob ich sie studieren soll. Also Musik oder Mathematik oder Deutsch. Ich habe damals auch die Schülerzeitung mit einem anderen zusammengeführt. Das heißt, Schreiben. Ich habe natürlich, wie es in dem Alltag gehört, auch Gedichte geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben. Das gehört alles mit dazu in der Zeit. Aber es war dieses Schreiben von Geschichten, von Gedichten, Lesen von diesen Geschichten, Mathematik im Sinne von, man kann Dinge berechnen und mit Formeln fassen und Musik. Und was sollte ich studieren? Ich habe mich dann für Musik entschieden und damit gegen die beiden anderen Sachen. Ich war so froh, als ich dann später im NLP gemerkt habe, ich kann alle drei Sachen, Musik, Mathematik und Sprache, im neurolinguistischen Programmieren miteinander verbinden. Was für mich halt eine Kunstform ist, die sehr mit Sprache arbeitet, dabei aber auch sehr klaren Formeln und Regeln folgt. Also für mich ist NLP die geniale Kombination von diesen drei Sachen. Ich habe dann Musik studiert. Und eine von den Vorlesungen, die mich in Musik wirklich am allermeisten gepackt und aufgerüttelt haben, war bei dem Musikwissenschaftler Elmar Budde Vorlesungen über musikalische Rhetorik, wo der uns auf eine wirklich großartige Art, also dieser Mann konnte Edutainment lange bevor das Wort erfunden war, hat er uns in einer Show-Vorlesung, ist dafür ein viel zu geringes Wort, über Musik halt erklärt und da gab es eine Vorlesungsreihe über musikalische Rhetorik. Die hat mich wirklich gepackt. Weil da habe ich ganz klar verstanden, was ich vorher nur so halbbewusst gespürt habe, nämlich dass Musikstücke auch Geschichten sind, die erzählt werden. Und im Studium waren meine Geschichten halt musikalische Geschichten. Dann hatte ich aber auch Stimm- und Sprechtraining. Das heißt, ich habe gesungen. Zum Leidwesen meiner Gesangslehrer und mir selber, also das war nicht so wirklich meins. Da war aber auch Sprechunterricht dabei, das heißt, ich habe eine Sprechausbildung und das hat mich gepackt. Und nach dem Studium habe ich dann noch ein bisschen weitergemacht und habe noch einige Stunden genommen in der Sprechausbildung. Das mit den Hörbüchern war damals noch nicht so verbreitet wie heute inzwischen mit Hörbüchern und Podcasts sind schöne, angenehme Stimmen etwas, was man viel leichter findet. Damals war das noch sehr besonders, weil es gab im Grunde Schauspieler und dann war es gut. Und das Schauspielern selber hat mich gar nicht so gereizt. Ich wollte Geschichten erzählen und habe da noch ein bisschen was gemacht und dann mit NLP angefangen und dann ziemlich schnell den Keith Johnson kennengelernt, den Begründer der Theaterimprovisation. Und das war in meinen ersten NLP-Jahren, wo es das erste Mal so weit gekommen ist, dass Keith Johnson nach Berlin gekommen ist und damals in Kreuzberg in einem Hinterhoftheater zweimal eine Woche lang Theaterimprovisation, Theatersportkurs gegeben hat. Ich hatte damals einen NLP-Kollegen, der Schauspieler auch war, also beides, Schauspieler und NLPler. Und wir wollten eigentlich gemeinsam zu Keith Johnson gehen, aber dann war es dummerweise so, dass er nur in der ersten Woche konnte und ich konnte nur in der zweiten Woche. Also war es dann auch genauso. Er ging in der ersten Woche, ich ging in der zweiten Woche. Aber ich war neugierig bis zum Anschlag. Deswegen habe ich in der ersten Woche, wo er drin war, jeden Tag eine E-Mail geschrieben, wie es denn war. Er möge mir bitte davon erzählen, wie es bei Keith Johnson ist. Und er hat mir dann geschrieben, ja, wäre toll, ist schön, aber im Grunde auch nichts anderes als NLP. Also ein kleines bisschen so nach dem Motto, ja, für dich als NLPler wird da jetzt nicht so viel Neues dabei sein. Und dann war endlich meine zweite Woche und ich ging zu Keith Johnston und habe den ersten Tag da mit drin gesessen und auch ein bisschen mitgespielt und dachte mir, ja, mein Kollege hat recht, das ist jetzt im Grunde eigentlich auch nichts anderes als NLP. Dann dachte ich mir, das ist ja jetzt eigentlich ein
ziemlich dämliche Perspektive. Aber wenn ich da jetzt eine Woche bei Keith Johnson sitze, dem Gott des Theatersports, dem Erfinder des Theatersports, und mir eine Woche lang nur erzähle, dass er im Grunde Dinge macht, die ich schon kenne, weil er auch nur NLP macht. Nein, das ist ein dummer Glaubenssatz. Also habe ich den geändert und habe beschlossen, ab dem zweiten Tag, ich achte jetzt mal vor allem auf die ganzen Sachen, die er macht, die ganz anders sind als NLP. Und ich war am zweiten Tag da drin und es war wirklich erstaunlich. Es war ein komplett neues Seminar für mich. Und Keith Johnson hatte damals in dem Seminar schon erzählt, das Wichtigste ist es, Geschichten zu erzählen. Also nicht die Gags, nicht das Publikum zum Lachen zu bringen, das ist alles wichtig. Die Spontanität, die Improvisation, das ist alles wichtig. Aber er meint, das, was am Ende wirklich übrig bleibt, was zählt, ist es, Geschichten zu erzählen. Das war so ein weiteres Bausteinchen. Und dann ging ich meinen Weg weiter und kam irgendwann, ich glaube, das ging auch über Keith Johnson, auf das Thema, also es war immer ein Thema Storytelling, da wurde das Thema Storytelling wieder mehr. Ich hatte mir damals dann auch das Buch besorgt, das irgendwie jeder kannte von dem Herrn Fry, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Ja, es ist nett. Es war sehr berühmt zur damaligen Zeit, das Buch, aber ich würde sagen, es gibt deutlich bessere. Ich fand es ein bisschen unbefriedigend und hatte dann das große Glück, irgendwann zu merken, das, was ich suche, wie Geschichten funktionieren, das finde ich nicht so sehr bei den Büchern darüber, wie man einen Roman schreibt, sondern ich finde das in der Abteilung, wo es ums Drehbuchschreiben geht. Und dann, der Tipp kam auch aus dem damaligen Keith Johnson-Umfeld, kam ich zu Christopher Vogler, die Odyssee des Drehbuchschreibers, im Original Writer's Journey. Und das war, also Goldader ist zu wenig gesagt, da ging Alibabas Schatzhöhle auf, nachdem ich das Buch entdeckt hatte. Weil dann war ich wirklich an der Quelle von dem, was Storytelling ausmacht. Christopher Vogler bezieht sich auf Joseph Campbell und da muss ich kurz die Geschichte von Joseph Campbell erzählen und dann komme ich zu Joachim Herrmann und dann bin ich schon bei den Masterplots des NLP. Joseph Campbell war in der Mitte des letzten Jahrhunderts Lehrer an einer Mädchenschule für höhere Töchter und zwar er war Lehrer für Mythen, für Mythologie. Das war eine Schule, nach dem, was ich aus seiner Biografie weiß, wo wohlerzogene Töchter aus gutem Hause hingekommen sind, bei denen klar ist, die haben von zu Hause aus so viel Geld, dass die sich nie im Leben wirklich an der Stelle Sorgen werden machen müssen. Und die brauchen auch keinen anständigen, ordentlichen Beruf. Die werden sowieso irgendwann mal heiraten und dann müssen die einen Haushalt führen und Kinder erziehen. Und die sollen das Ganze auf eine sehr angenehme, gebildete, reflektierte, hochstehende Art machen. Drum gab es für die eine Schule. Und das Tolle an der Schule war, dass die da Zeit hatten, ihren Musen nachzugehen. Also es gab da halt nicht irgendwie, dass die jetzt bestimmte Sachen, Mathematik oder so weiter können mussten, sondern es ging einfach um die Idee von Bildung. Und darum war da Zeit, sich mit auch anständigeren Themen zu beschäftigen. Und an dieser Schule war Joseph Campbell Lehrer für Mythen. Was ich schon mal entzückend finde. Ich meine, an welcher Schule gibt es einen Lehrer für Mythen? Und darum hatte auch Joseph Campbell Zeit und Geld, sich halt mit dem Thema zu beschäftigen, Mythologie. Und er hat sich dann beschäftigt mit den Mythen der Menschheit über die ganze Welt gesammelt und verstreut. Und beim Beschäftigen damit, beim Sammeln dieser Geschichten, fiel ihm irgendwann auf, hatte er irgendwann den Eindruck, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Dass es da so große Ähnlichkeiten gibt, dass man beinahe glauben könnte, das ist ja eigentlich immer dasselbe. Und irgendwann kam er zu dem Schluss, dass er formuliert hat, das wäre immer ein und derselbe Mythos, der da erzählt wird. Und darum nannte er ihn, diesen einen Mythos, nannte er dann den Monomythos. Dieser Monomythos ist die Version der Heldenreise, also der Reise des Helden, oder besser gesagt der Reise der Heldwerdung, in der Formulierung von Joseph Campbell. Es war damals die Zeit, wo auch andere Leute auf die Idee gekommen sind, sich mit Heldenreise und sowas zu beschäftigen. Ist ja ein Trend, der bis heute anhält. Ich finde von all dem, was ich weiß und kenne, dass die Beschreibung von Joseph Campbell die beste und die tiefste ist. Joseph Campbell hat sich damit also beschäftigt, ist sein Lebenswerk, den Monomythos zu beschreiben und hat darüber ein Buch geschrieben in mehreren Bänden. Der Heros in tausend Gestalten heißt das im Deutschen und im Englischen auch.
Ich habe es versucht zu lesen, ich habe es versucht auf Deutsch zu lesen. Am Englischen wäre ich, glaube ich, noch übler gescheitert. Und es hat bei mir den Glaubenssatz geändert, dass amerikanische Fachbücher leicht lesbar sind. Das Buch ist definitiv nicht leicht lesbar, ist grandios komplex. Ich bin ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört zu lesen und dachte mir, das ist mir jetzt wirklich zu hoch und zu komplex geschrieben. Mein großes Glück ist, dass Christopher Vogler, der bereits vorhin erwähnte, er hat das Buch auch gelesen und Vogler hat es durchgelesen und noch besser, er hat es verstanden. Und er hat es so gut verstanden, dass Christopher Vogler es geschafft hat, das Unmögliche wahrzumachen. Er hat dieses mehrere hundert oder sogar tausend Seiten dicke Buch von Joseph Campbell auf 40 Seiten zusammengefasst. Das ist eine großartige Leistung. Und Christopher Vogler war damals wohl bei Disney Studios einer von den Leuten, die darüber entscheiden mussten, ob ein Drehbuch, was Disney angeboten wurde, ob dieses Drehbuch angenommen und verfilmt werden soll. Und das ist ein wirklich unangenehmer Job, weil wenn du eine falsche Entscheidung triffst, bist du verantwortlich dafür, dass Hunderte von Millionen Dollar versenkt worden sind in ein miserables Drehbuch, was es nicht bringt. Wenn es aber ein Erfolg ist, also wenn der Film gut wird, dann werden wahrscheinlich der Regisseur und der Drehbuchautor und der Kameramann und die Schauspieler und der Produzent und alle anderen werden sagen, mein Ruhm, mein Ruhm, mein Ruhm. Und diese netten Menschen, die das Drehbuch ausgesucht haben, die gesagt haben, das lohnt sich, werden wahrscheinlich nicht besonders viel Ruhm dafür bekommen. Das beschreibt Christoph Vogler in einem Buch und sagt, dass sie halt in der Abteilung wirklich nach irgendwelchen Formeln suchten. Wie kann man entscheiden, ob sich eine Geschichte lohnt, verfilmt zu werden oder nicht? Und dann hat er Joseph Campbell entdeckt und den Monomythos und Christoph Vogler schreibt, dann war ihm klar, das ist der Schlüssel. Das heißt, wenn eine Geschichte dem Muster des Monomythos nach Joseph Campbell folgt, das ist eine gute Geschichte, die lohnt sich potenziell, dass man daraus einen Film macht und wenn eine Geschichte dagegen verstößt, dann eher nicht. Und diese Formel, diesen Monomythos hat dann Christopher Vogler auf 40 Seiten geschrieben. Erstmal Disney intern, damit die halt ihre Drehbücher aussortieren können. Und diese 40 Seiten haben sich dann angeblich in Hollywood verbreitet wie ein Lauffeuer, sind von Studio zu Studio gereicht worden und mit einem Schlag waren sowohl Christopher Vogler als auch Joseph Campbell berühmt. Christopher Vogler hat dann später aus diesen 40 Seiten eben dieses ganze Buch gemacht, die Odyssee des Drehbuchschreibers, wo die 40 Seiten komplett abgedruckt sind und dann halt eine ausführliche Erklärung dazu. Darüber wurde dann sogar noch Joseph Campbell bekannt und man hat gemerkt, der schreibt zwar sehr kompliziert, aber er kann wunderbare Vorträge halten und so hat er im späteren Verlauf seines Lebens auch noch großen Ruhm bekommen und sich angefreundet mit George Lucas. Das heißt, Joseph Campbell hat mitgearbeitet an Star Wars, an Krieg der Sterne und war da mit am Drehbuch beteiligt, was natürlich eine ganz großartige Geschichte ist. Im Vorwort zu seinem Buch, Die Odyssee des Drehbuchschreibers, schreibt Christopher Vogler eine Sache, die ihn sehr erstaunt hat. Und zwar sagt er hätte ja dieses Buch eigentlich geschrieben als Drehbuchschreiber für Drehbuchschreiber. Also Fachbuch innerhalb der Community. Und er wäre, also er schreibt das Vorwort in der zweiten Auflage, und er wäre komplett erstaunt darüber gewesen, dass ihm so viele normale Menschen, keine Drehbuchschreiber, darauf Feedback gegeben haben, also dass sie das Buch gelesen haben und dass sie dann vor allem so verrückte Sachen geschrieben haben wie, Herr Vogler, Sie haben mir so geholfen, Sie haben mir bei persönlichen Problemen geholfen, Sie haben mein Leben verändert und bereichert. Und Christoph Vogler schreibt im Vorwort, er war völlig verblüfft, weil ich meine, das wollte er gar nicht. Er wollte was schreiben für Drehbuchschreiber und plötzlich schreiben ihm da Leute, er hätte ihr Leben bereichert. Wo kommt das denn her? Das heißt, das Lustige ist, dass Christopher Vogler scheinbar nicht klar war, welche Wirkung Filme und gute Geschichten auf die Seele von Menschen haben. Joseph Campbell war das schon klar. Also Joseph Campbell schreibt schon, dass Mythen, wie er sie wahrnimmt, natürlich eine persönliche Veränderung, eine persönliche Transformation beschreiben und in gewisser Weise auch Vorlagen sind für eine eigene Veränderung, für den eigenen Umgang mit Problemen, also so eine Art Trainingscamp. Und Joseph Campbell hatte damals schon die Idee einer Mythentherapie,
Die hätte so ablaufen sollen, seiner Meinung nach, dass der Patient zum Mythentherapeuten kommt und der Patient erzählt dann den Mythentherapeuten sein Problem, also mein Problem ist so und so und das und das und so schaut das aus. Und dann würde dieser mythologisch gebildete Therapeut sich überlegen, an welchen Mythos der Menschheit erinnert mich das, wo kommt ähnliche Probleme. Ach, hier in diesem Mythos. Und dann würde der Mythentherapeut dem Patienten den dazu passenden Mythos erzählen, inklusive der in diesem Mythos beschriebenen Lösung. Sodass also dann einer dieser Mythen der Menschheit als Lösungsvorlage für den Patienten dient. Das ist die Idee der Mythentherapie nach Joseph Campbell. Da machen wir gleich weiter. Das Buch, was mich dann wirklich, wirklich geflasht hat, ist von Joachim Hamann und heißt Die Heldenreise im Film. Und da hat mich vor allem geflasht einige Ideen, die am Anfang drinstehen. Der Joachim Hamann schreibt, für ihn sind die Drehbuchschreiber Hollywoods die legitimen Nachfahren der Schamanen vor Tausenden, Zehntausenden von Jahren. Das heißt, Joachim Herrmann schlägt dann den ganz großen Bogen und Joachim Herrmann beantwortet die Frage, wie kommt es eigentlich, dass wir Menschen seit Tausenden und Zehntausenden von Jahren den Geschichten so eine große Bedeutung zumessen, Platz in unserem Dasein geben und so gerne Geschichten hören, obwohl es, das ist Herrmann auch aufgefallen, im Grunde immer dieselbe eine Geschichte ist. Und da erzählt Joachim Herrmann eine Geschichte, die selber wiederum eine große Geschichte ist. Und zwar sagt er, dass vor Zehntausenden von Jahren die Schamanen, die heiligen Männer, die Medizinmänner Erfahrungen gemacht haben, mit oder ohne Drogen, durch Meditation, durch bestimmte Körperübungen. Jedenfalls, sie haben Erfahrungen gemacht und sind in eine andere Welt, in die Anderswelt gereist und dort Dingen begegnet haben, Abenteuer erlebt haben, Sachen gemacht in der Innenwelt, die waren beeindruckend und transformierend, verändernd in ihrer Persönlichkeit. Und die kamen dann zurück aus dieser Welt und hatten dann unten das Problem, wie können sie das jetzt den anderen im Stamm vermitteln, was sie da erlebt haben. Und kamen dann irgendwann auf die Idee, sie könnten diese innere Reise, die sie gemacht haben, in Form einer äußeren Reise erzählen. Und zwar am besten angereichert mit Bildern, an denen man merkt, Vorsicht, diese Geschichte spielt nicht in der Außenwelt, die spielt in der Innenwelt. Deswegen kommen da Drachen und so Zeug drin vor, was es halt außen nicht gibt, woran man dann also erkennt. Sorry, da hat gerade ein Telefon reingeklingelt. Woran man dann also erkennt, dass diese Geschichten nicht außen spielen, sondern innen. Denn das, worum es wirklich geht, nach Vogler und Joseph Campbell und Joachim Herrmann, ist die Struktur. Ist diese eine Struktur der Geschichte. Und das, glaube ich, benennt Joachim Herrmann am klarsten von den dreien. Er hat eine These und diese These ist so hammermäßig heftig gewagt, dass sie einen beutelt und ich stimme ihr inzwischen sogar zu, nämlich, dass jede persönliche Veränderung, die ein Mensch macht, ein und demselben Muster folgt, ein und derselben Form folgt. Und dieses Grundmuster der Veränderung, das ist halt der Monomythos. Das heißt, alle Geschichten, die wir uns erzählen, folgen im Grunde einem Muster, weil das dieses eine Muster ist, wie wir als Menschen halt Transformation erleben in unserer Innenwelt. Und jetzt ist die Frage, weil du ja auch weißt, dass wenn du eine Geschichte in einem Buch liest oder dir einen Film im Kino anguckst, dass das ja nicht immer genau die gleiche Geschichte ist. Es geht ja gerade darum, dass es immer wieder eine neue Geschichte ist. Das heißt, es ist irgendwo die Frage, wo ist die Gemeinsamkeit und wo ist die Variation? Ganz tief im Grunde ist es immer eine und dieselbe Geschichte. Weswegen wir auch solchen Geschichten normalerweise folgen können, weil es bestimmte Elemente gibt, die sich immer wiederholen in diesen Geschichten. Und dann vielleicht ähnlich wie Genotyp und Phänotyp,
ist so, dass diese Geschichten sich immer weiter entfalten, differenzieren, auffächern, sodass jede Version dieser Geschichte, die erzählt wird, dann wieder eine einmalige Version ist. Und aufgrund dieser Theorie gibt es im Drehbuchschreiben und im Storytelling die Idee von Masterplots. Dass die sagen, es gibt im Grunde eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Das ist, ich kann dir mal so ein paar Grundelemente sagen, die so eine Geschichte immer braucht. Also das erste Element ist, es braucht einen Helden. Und wenn ich über Storytelling rede, dann nehme ich immer die archetypischen Formen. Das heißt, der Held kann durchaus auch eine Frau sein und die Prinzessin kann durchaus auch ein Mann sein. Ich finde es aber einfacher, wenn ich mit den archetypischen Worten arbeite. Also die Geschichte braucht erstmal einen Helden und dieser Held braucht irgendeine Art von Auftrag, Ziel, Problem, Ruf, also irgendwas, was ihn in Bewegung bringt. Und damit das Ganze nicht langweilig ist, braucht es irgendeinen Gegenspieler, einen Bösewicht oder einen Antagonist. Dann hätte man die Form Protagonist und Antagonist. Die beiden müssen irgendwie miteinander in Kontakt kommen. Das ist in melodramatischen Filmen, dass die halt irgendwie kämpfen miteinander. Und dann muss es die eine entscheidende Szene geben, wo es um alles oder nichts geht. Da wird dann gerne angedeutet, dass der Held ist, bereit ist zu sterben, dass er bereit ist, sein Leben zu geben, dass er bereit ist, alles zu geben. Und dann kommt es zu Moment, wo im Kino dann alle die Luft anhalten, weil sie denken, das kann nicht weitergehen. Das war's jetzt. Und du weißt, es geht weiter, das war's noch nicht, weil der Held, er steht wieder auf, er kommt aus der tiefen, dunklen Höhle raus und er ist der strahlende Held und er ist jetzt der Herr der zwei Welten, weil das ist jetzt das nächste Element, was in all diesen Geschichten vorkommt. Diese Geschichten spielen immer in zwei Welten. Es gibt eine sogenannte Alltagswelt, es gibt eine magische Welt. Das Abenteuer findet in der magischen Welt statt. Der Held kommt aus der Alltagswelt, geht in die magische Welt, erlebt dort Abenteuer und Transformation, kehrt zurück in die Alltagswelt. Und die alles entscheidende Stelle, die Stelle, weswegen Geschichten erzählt werden und weswegen Geschichten konsumiert werden, ist der Moment der Transformation. Das heißt, wie geschieht die Veränderung? Wie geschieht die Veränderung? Das ist die Grundfrage von Storytelling. Und in einer Version, die ich sehr mag, von Robert McKee, das ist auch ein großartiger Theoretiker vom Drehbuchschreiben, der sagt, die Geschichte ist frühestens dann zu Ende, wenn der Held eine wesentliche und dauerhafte Veränderung erlebt hat. Ich finde die beiden Worte sehr gut. Wesentlich und dauerhaft. Also wesentlich heißt jetzt für NLPler obere logische Ebenen. Und dauerhaft heißt halt, dass das nur 5 Minuten ist, sondern im Idealfall, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also ein Leben lang gilt. Das ist das Grundmuster der Veränderung. Du brauchst eine Person, die sich verändert, den Helden. Die Person muss irgendwas wollen. Es steht irgendwas dagegen und es gibt irgendeine Art von Lösung. Klingt simpel. Ist simpel. Es gibt noch viel, viel mehr Details. Das vermutlich spannendste und wichtigste Details für das Coaching und für Selbstcoaching ist, der Held bekommt das Ganze nur, wenn er ein Opfer bringt. Und dieses Opfer, melodramatisch, also in Actionfilmen, das ist normalerweise, dass der Held bereit ist, sein eigenes Leben einzusetzen. Joachim Herrmann sagt, im übertragenen Sinne heißt das, der Held ist bereit, sein Ego zu opfern. Da wird es dann spirituell. Und ein bisschen einfacher gesagt ist es so im Coaching. Das Opfer besteht darin, dass du irgendetwas opferst, dem du vorher nicht gedacht hättest, dass es überhaupt opferbar ist. Denn nur dann ist es ein wirkliches Opfer. Das ist also das Grundmuster der Veränderung, der Monomythos. Und jetzt gibt es viele Bücher im Drehbuchschreiben, die so heißen, die Masterplots, die grundlegende Masterplots, die wichtigen Masterplots, die 5, 10, die 27 Masterplots, weil natürlich weiß, es gibt bestimmte Genres, zum Beispiel Liebesgeschichte ist so ein klassisches Genre. Also wenn du ins Kino gehst oder irgendwo was streamst und du kommst mit oder hast es vorher gelesen, das ist eine Liebesgeschichte, dann hast du bestimmte Erwartungen. Und wenn es jetzt mal ganz klischeemäßig ist, dann erwartest du, dass du einen Mann siehst und eine Frau siehst und die lernen sich kennen und es gibt dann sofort diesen Funkeln. Blickwechsel zwischen den beiden, wo man merkt, die sind miteinander geschaffen und dann kommen sie sich näher und der Funke springt. Dann muss es Schwierigkeiten geben, irgendwas klappt
jemand ist dagegen oder irgendetwas ist dagegen. Und es führt in die große Katastrophe. Dann kommt irgendwann die Stelle, wo man das Gefühl hat, es wird nicht, die beiden kommen nicht zusammen. Er stirbt, sie stirbt, beide sterben. Man muss sich aufgeben, man muss sich opfern. In der Liebesgeschichte ist das das Opfer. Und wenn es Richtung Happy End geht, dann wird es so weitergehen, dass er sie loslässt oder sie lässt ihn los. Und gerade dadurch wird es möglich, dass die beiden zusammenkommen und sich finden. Und Happy End. Das mit dem Happy End ist auch eine ganz heikle Stelle, weil ich glaube, Hollywood hasst Happy End. Die meisten oder viele, ich sage mal viele, nicht die meisten, stimmt vermutlich nicht, viele Drehbuchautoren und Regisseure würden lieber gerne traurige Enden machen, weil ihnen das künstlerischer vorkommt. Und darum hassen sie diese Vorführungen vor Testpublikum, weil also jeder große Hollywood-Film mit einem Testpublikum vorgeführt. Und die klassische Stelle ist, dass das Testpublikum ein Happy End will und der Regisseur will eigentlich nicht. Und es ist so simpel. Warum die Leute ein Happy End wollen? Natürlich wollen die Leute ein Happy End. Denn wenn so eine Geschichte die Vorlage ist für eine persönliche Transformation, für eine eigene innere Transformation, dann ist klar, dass ich ein Happy End haben will, weil ich will ja mitkriegen, dass sich das für mich lohnt, den Weg dieses Helden zu gehen und die gleiche Transformation auch selbst zu erleben. Also von daher ist, wenn das traurig ausgeht, dann würde ich sagen, ihr könnt mir mit dieser Veränderung hier gestohlen bleiben. Den Weg gehe ich nicht, denn das scheitert. Okay. Also ein Kinofilm beschäftigt sich normalerweise in ungefähr 90 Minuten mit der Frage, wie ein Mensch eine wesentliche und dauerhafte Veränderung erlebt. Coaching beschäftigt sich normalerweise 60 bis 90 Minuten mit der Frage, wie ein Mensch eine wesentliche und dauerhafte Veränderung erlebt. Das klingt ja soweit erstmal ähnlich. In beiden Fällen ist es so, dass in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen eine Person eine wesentliche und dauerhafte Veränderung erlebt. So, wenn du jetzt sagst, ja, aber Moment mal, so ein Film, der erzählt ja zum Teil Jahre und Jahrzehnte, dann sage ich dir, kein Problem, kriegen wir auch im NLP hin, wir machen Timeline-Arbeit, wir bewegen uns auch im NLP in den Coachings häufig über Jahrzehnte in der Biografie, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Also Rückblenden und Vorblenden sind auch im Coaching drin. Das heißt, irgendwann konnte ich nicht mehr übersehen, dass das, was wir im Coaching und zum Teil auch im Seminar machen, im Grunde auch Geschichten sind, die da entstehen. Also wenn du als Coachee gutes Coaching erlebst, dann hast du hinterher eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von einem Coaching. Und ich habe dann erst Jahre später, als ich Gunter Schmidt kennengelernt habe, damit jemanden kennengelernt, wo ich sage, Gunter Schmidt macht das so. Und ich glaube, er macht es bewusst. Das heißt, Coaching, die ich bei ihm erlebt habe, waren zu einem großen Teil wirklich inszenierte Geschichten mit allem drum und dran, inklusive Opfer und Transformation. Und ein Coaching bei Gunter Schmidt, da hast du was erlebt. Das ist eine Geschichte, die du hinterher erzählen kannst. Ich habe dann Storycode entwickelt, die Kombination von Storytelling und NLP, um diese Frage eben zu beantworten. Wie geschieht Veränderung? Und habe gemerkt, der Trick ist, aber darüber werde ich jetzt nicht reden, weil das wäre dann Podcast-Folge wahrscheinlich. Der Trick ist, den Film auf oberen logischen Ebenen zu deuten. Dahinter wiederum steht eine Idee von Joachim Herrmann, der in seinem, wie schon erwähnt, brillanten Buch Die Heldenreise im Film schreibt, dass alle Figuren, die du auf der Leinwand siehst, in Wirklichkeit ein Mensch ist. Er sagt, alle Figuren auf der Leinwand sind Persönlichkeitsteile des Helden. Das heißt, im Grunde siehst du eine Aufstellung. Es gibt eine Person, der Held. Das ist im Rahmen einer Aufstellung wäre das dann der Fokus, also das Bewusstsein, die Augen von dem, um den es geht innerhalb der Geschichte. Und alles andere sind Persönlichkeitsteile, sind innere Abbilder, sind signifikante Emotionen aller anderen, stehen für etwas. Darum ist nach Joachim Herrmann so, dass so ein 90-Minuten-Film, in dem eine Transformation geschieht, da erlebst du im Grunde Innenperspektive eines Menschen,
wie der ein Problem löst, wie der sich verändert. Das heißt, Geschichten sind Vorlagen für persönliche Veränderungen. Und wenn man dann anfängt, Filme zu analysieren, was ein wichtiger Teil ist im Storycode, dann fällt plötzlich auf, dass die Elemente der Veränderung im Film, wenn du NLP machst, dir zum Teil sehr bekannt vorkommen, weil es gibt da zum Beispiel dann so Geschichten, dass Leute in der Zeit reisen. Das ist ja seit einigen Jahrzehnten ein ganz häufiges Filmemotiv. Da sagen NLPler, das ist Timeline-Arbeit. Und da gibt es mehr und mehr Geschichten im Film, wo die Leute sich selbst in der Zeit begegnen, also wo sie jüngeren und älteren selbst begegnen, wo das, wir im NLP sagen, ja, mein Gott, das ist sehr neu in der Vergangenheit oder Zukunft, das machen wir schon ganz lange. Das heißt, den Film sich anzuschauen als Metapher für eine psychische Wirklichkeit, zeigt dir, dass da Elemente und Prozesse und Tricks und Kniffs und Formeln verwendet werden, die kennt man auch im NLP. Und von da ab war es natürlich nur ein ganz kleiner Schritt für mich, zu überlegen, enthält dieser Film vielleicht ein NLP-Format? Ist das möglicherweise dieser Film so eine Art verfilmtes NLP-Format? Ist ein Film ein Format? Und die Antwort ist ja. Ein Film ist auch nur ein Format. Das heißt, so wie ich mit einem Format in einem Coaching einem Menschen helfe, eine Veränderung zu erleben, so zeigt ein Film genauso wie ein Mensch mit einer bestimmten, da kann ich jetzt nicht Format sagen, Formel, Schrittfolge, Masterplot wird gleich das Wort sein, eine Transformation erlebt, um hinterher ein anderer zu sein. Das heißt, ja, Filme sind Formate und Formate sind, also Geschichten sind Formate, Formate sind Geschichten. Jedes Coaching eignet sich für eine große Geschichte und aus jedem, aus jeder großen Geschichte, aus jedem guten Film kannst du wiederum ein Format machen. Und an dieser Stelle war natürlich dann der nächste Schritt ganz simpel zu sagen, ja, wie viele Formate, die man sinnvoll voneinander abgrenzen kann? Oder wie viele Grundideen von Geschichten gibt es eigentlich? Und das ist die Frage nach den Masterplots. Das ist die Frage nach den Masterplots der Veränderung, den Masterplots des NLP. Um gleich mal zu spoilern, die genaue Anzahl kann ich dir auch nicht sagen. Ich behaupte mal, es ist eine niedrige zweistellige Zahl von Grundmustern. Es ist deswegen nicht genau zu sagen, weil du kommst in Schwierigkeiten der Abgrenzung. Was ist ein eigenständiges Format? Was ist eine Variation? Du weißt ja wahrscheinlich, wenn du ein bisschen meine NLP-Arbeit kennst, ich unterscheide zwischen Change History und Self-Nurturing. Das mache ich. Ich kenne Kollegen, die unterscheiden da nicht. Also für mich ist Change History, wenn du selbst, also aus der assoziierten ersten Position, ein bestimmtes biografisches Ereignis nochmal erlebst. Und ein Self-Nurturing ist, wenn du als erwachsenes Selbst, dem jüngeren Selbst, zu Hilfe eilst. Das heißt, im Change History gibt es dich einmal assoziiert und im Self-Nurturing gibt es dich zweimal dissoziiert. Nun kenne ich aber auch NLP-Kollegen, für die ist das dissoziierte Selbst einfach nur eine mögliche Ressource im Change History. Das heißt, für die ist Self-Nurturing eine zum Teil noch nicht mal eigen benannte Variation von Change History. Für mich ist Self-Nurturing und Change History zwei völlig verschiedene Formate. Das eine arbeitet für mich von Ebene 4 auf Ebene 3, das andere arbeitet von Ebene 4. Ich will das als Beispiel nur nehmen dafür, man könnte sagen, das ist ein Plot, könnte aber auch sagen, der Change History Plot und der Self-Nurturing Plot sind zwei ganz verschiedene Plots. Und ich habe im letzten Newsletter den Change History Plot beschrieben. Ich habe ihn genannt die Rückkehr, denn das ist es ja, was man im Change History erlebt. Es gab ein bestimmtes biografisches Ereignis und man kehrt dahin zurück, um das in Ordnung zu bringen. Das ist ein Beispiel für so einen Masterplot, damit das Ganze spannend ist. Ich lese ihn jetzt heute nicht vor. Ich schreibe den Link runter, wo du den Newsletter eintragen kannst und dann von dort aus auf Elementor ins Newsletter-Archiv kommst und es nachlesen kannst. Ich werde wahrscheinlich die Reihe fortsetzen.
Dann käme Nächsten-Samstag der Masterplot der Zähmung. Da gibt es noch viele weitere, die Begegnung, die Verwandlung. Also bestimmte Grundmuster der Veränderung. Und übertragen aufs NLP entspricht das dann wiederum der Idee von dem Format in einem Satz, die Essenz eines Formates. Weil das sind die beiden Sachen, die da zusammengekommen sind. Die Geschichte, wie ich auf das Format in einem Satz gekommen bin, geht folgendermaßen. Ich habe, nachdem ich von Musik auf NLP umgestiegen bin, mich über eine Sache in der Musik geärgert, die mir im NLP nicht nochmal passieren sollte. Und zwar, ich konnte in der Musik leidlich gut spielen, aber das Dumme war, ich konnte im Grunde keinen Ton spielen ohne Noten. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkam und da stand ein Klavier und die Leute meinten, du hast doch Musik studiert, spiel mal, da war da nicht viel, weil, sorry, ich kann nichts auswendig. Es war einfach nur peinlich, also fürchterlich peinlich. Und darum habe ich beschlossen, im NLP geschieht mir das nicht nochmal. Im NLP möchte ich das gesamte NLP, alle Formate auswendig wissen. Und das war mein Projekt. Nun wusste ich aus der Gehirngedächtnisforschung, dass das mit dem Auswendiglernen bei bis zu fünf Sachen einfach geht. Also wenn du zum Beispiel auf den Tisch Gegenstände drauflegst und jemand bittest, merk dir mal schnell diese ganzen Gegenstände auf dem Tisch. Es ist so, dass bis zu fünf Gegenständen, da können wir es uns auf einen Blick merken. Bis zu sieben geht es auch oft noch. Ab acht wird gruppiert, zum Beispiel in 4-4 oder in 5-3. Das heißt, mir war klar, jedes NLP-Format braucht fünf Schritte, so kann ich mir das nicht merken. Nun hatten aber viele NLP-Formate, so wie ich sie gelernt hatte, 10 Schritte. Ich glaube, eins hatte sogar 15 Schritte. Das kann man sich nicht merken. Und hatten dann noch mit A und B unterteilt. Also habe ich die verkürzt und der wichtigste Schritt dabei war, dass ich das NLP-Rahmenmodell beschrieben habe, weil das sind bestimmte Schritte am Anfang und am Ende eines jeden Formates, die kommen sowieso immer vor, dann kann man die rausnehmen, dann bleiben schon mal die Hälfte der Schritte übrig. Und dann wurden die zusammengekürzt, sodass bei mir also auch der Six Step 5 Schritte hat. Und wenn man den Weg halt mal geht, dass man aus dem Format mit 10 Schritten 1 bis 5 Schritten macht, ist natürlich irgendwann die Frage, warum aufhören? Also warum will ich bei 5 Schritten aufhören? Dann ist man ja weiter am Reduzieren und irgendwann wurde mir selber klar durch Selbstmodeling, dass ich mir dann wirklich alle NLP-Formate gemerkt hatte. Ich konnte sie alle auswendig, aber ich hatte mir bei den NLP-Formaten nicht 5 Schritte gemerkt. Ich hatte mir bei jedem NLP-Format ein Bild gemerkt. Ein Moment, eine Szene. Und zwar die Szene, in der die Veränderung geschieht. Vom Storytelling her würde ich sagen, ich habe mir den Augenblick der Transformation gemerkt. Ich nehme mal als Beispiel Change History. Change History ist das der Augenblick, wo, wenn ich Coach bin, wo mein Coachee ein vergangenes, unangenehmes Ereignis noch einmal ressourcevoll erlebt. Das heißt, ich sehe vor dem inneren Auge einen Coachee, vielleicht auf einer kinesischen Timeline am Boden ausgelegt, wie dieser Mensch mit Ressourcen einen bestimmten Augenblick noch einmal erlebt und ihn dadurch anders, besser, ressourcevoll neu erlebt. Naja, in diesem Bild ist alles drin. Das heißt, damit dieses Bild geschehen kann, weiß ich, ich brauche ein Coachee. Ich brauche eine Timeline. Diese Timeline braucht einen Gegenwartspunkt. Diese Timeline braucht irgendeinen Vergangenheitspunkt. Das ist ein signifikantes emotionales Ereignis, was damals schiefgegangen ist. Wenn der das noch einmal neu erlebt, braucht es auch Ressourcen. Und damit er das neu erleben kann, muss der halt aus der Gegenwart dahin gehen und wieder in die Gegenwart zurückkommen. Das heißt, wenn ich mir dieses eine einzige Bild merke, dieses Bild, wo mein Coachee noch einmal ressourcevoll die vergangene Ereignis anders erlebt, habe ich mir in diesem einen Bild das ganze Format Change History gemerkt. Und ich habe mir halt zu jedem der NLP-Formate dann, das entstand anfangs zufällig, die letzten habe ich dann bewusst hinzugefügt, ich habe mir halt zu jedem der NLP-Formate ein Bild, eine Spielszene, einen Schritt gefunden, überlegt, definiert, der die Essenz des Formats ist. Und dann war natürlich das, weil ich ja mit Leuten nicht immer kinästhetisch arbeite, also mit Bodenankern und Timelines im Rumlaufen, sondern meistens im normalen Gespräch, wo die das Ganze innerlich machen, war natürlich die Frage, wie kann ich jemanden anleiten, diesen einen Schritt innerlich zu tun?
Und daraus entstand dann die Idee, das Format in einem Satz. Und das Format in einem Satz heißt nicht das Format in einem Satz erklären. Das heißt, das Format in einem Satz durchführen. Und wenn also jemand kommt und mir zum Beispiel erzählt, ich hatte neulich ein Gespräch, das Gespräch ging total schief. Und ich frage, okay, was hättest du denn gerne anders gemacht? Dann ist das Change History in einem Satz. Denn wenn ich jemanden frage, was hättest du denn gerne anders gemacht? Oder wenn ich ihn frage, was hättest du dir für Ressourcen gewünscht? Und mir jemand diese Frage beantwortet, dann muss diese Person ja, um die Frage zu beantworten, noch einmal in die Situation zurückgehen, bestimmte Ressourcen aktivieren, mit den Ressourcen da testweise durchgehen und mir hinterher das gegeben hat, gelohnt oder hat sich nicht gelohnt. Andere Möglichkeiten, Changes in einem Satz zu machen, was sie, was hast du denn daraus gelernt? Das wäre dann aus der Gegenwartsposition heraus. Das heißt, ich habe dann mir eine Liste gemacht, wo ich jedes NLP-Format in einen Satz verwandelt habe, so dass ich dieses Format mit einem Satz durchführen kann. Ich glaube inzwischen übrigens auch diese grandiosen Beispiele von Leuten wie Milton Erickson und anderen, wo dann bisweilen erzählt wird, dass die irgendwelche Klienten oder Menschen, die sie getroffen haben, manchmal mit einem einzigen Satz, der ein Problem gelöst haben, die mit einem einzigen Satz geholfen haben zu transformieren. Ich glaube, das sind genau solche Sätze. Und es ist natürlich ein absurder Zufall, so nach dem Motto einer von einer Million, wo du jemanden findest, der schon so ressourcevoll ist und so offen und wo so guter Rapport ist und wo die Innenwelt so begehbar ist, dass dieser eine einzige Satz reicht, dass jemand es innerlich macht und transformiert und als neuer Mensch hinten wieder rauskommt. Oft klappt das nicht. Oft ist es so, da kommt einer und sagt, ich habe gerade ein miserables Gespräch gehabt und du sagst, naja, was hättest du dir denn damals für Ressourcen gewünscht oder mit welchen Ressourcen hättest du es besser machen können? Und dann kommt oft die Antwort, du mit deinem NLP-Quatsch. Und dann könntest du sagen, okay, ich erkläre dir mal etwas ausführlicher, was ich damit sagen wollte. Und diese etwas ausführlichere Erklärung des einen Satzes, das ist dann wiederum das Format in seinen Schritten. Und dann kann man halt von diesem einen Moment, den man da vom inneren Auge hat, das Format entfalten, dass man es in zwei oder drei oder vier oder fünf oder de facto 10 Schritten macht, weil sich es halt aus diesem Samenkorn dieser Keimzelle wiederum entfalten lässt. Der Blick wiederum auf die Filme bedeutet, dass ich, wenn ich einen Film angucke und den analysiere, zuerst die Stelle der Veränderung suche. Also, wo verwandelt sich der Held? Und die Verwandlung des Helden ist ja eigentlich genau genommen im Storytelling. Wo wird aus dem normalen Menschen der Held? Weil, indem er sich verwandelt, wird er ja zum Held. Und wenn ich da beides zusammenlege, dann habe ich das Format in einem Satz, dann habe ich die Geschichte in einem Satz, dann habe ich die Transformation in einem Satz. Und jetzt kann ich halt gucken, wie viele Variationen gibt es da, weil sobald ich den Blick habe, also nach dem Motto Liebesgeschichte, sie lernen sich kennen, sie lernen sich lieben, sie sind voneinander gemacht, dann gibt es ein Missverständnis und er lässt sie los und denkt, er kriegt sie nie wieder und sie kommt zu ihm zurück und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. Und da kannst du mal sagen, wie, den Film habe ich ungefähr 20 Mal gesehen. Bei der Liebesgeschichte ist zum Beispiel ein Grundmuster, um das hier mal zu bringen, dass er sie bekommt und ihr etwas vorspielt. Also er gibt vor, etwas zu sein, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Er glaubt, dass sie sich genau in das verliebt hat, was er vorgibt zu sein, aber gar nicht wirklich ist. Sie in Wirklichkeit hat sich genau in das nicht verliebt. Sie hat sich in ihn verliebt, wie er wirklich ist, und normalerweise stört sie das andere ja. Also guck dir zum Beispiel an Aladdin von Disney. Das ist genau die Geschichte. Wir haben die Prinzessin und wir haben diesen Straßen. Und sie bricht ja aus dem Palast aus und die beiden lernen sich kennen und man sieht sofort an einem kurzen Blickwechsel, ja, die sind voneinander gemacht. Und dann geht sie wieder in den Palast zurück und er ist wieder auf der Straße und er will sie wiedersehen und er denkt sich, die wird doch niemals einen so kleinen Straßendieb lieben können. Und dann bekommt er halt die Wunderlampe und der Djinn verwandelt
dann in einen Prinzen Al-Aladin. Und in dieser Verkleidung des Prinzen geht er dann zu der Prinzessin, versucht sie für sich zu gewinnen, aber das Dumme ist, die Prinzessin ist weiterhin in diesen Straßendieb verliebt. Und sie kommen dann doch irgendwie zusammen. Und am Ende ist die Frage, gesteht er ihr, zeigt er ihr, dass er in Wirklichkeit kein Prinz ist, sondern nur dieser arme Junge von der Straße. Er denkt, sobald sie wüsste, dass er kein Prinz ist, und der große Junge von der Straße, hat sie ihn nicht mehr lieb. Sie in Wirklichkeit findet diesen Prinzen ein bisschen peinlich, weil sie in Wirklichkeit den Jungen von der Straße liebt. Und irgendwann kommt natürlich dann durch einen Bösewicht und alle möglichen anderen Verzwickungen so, dass er muss, um sie zu retten, sich selbst zeigen, wie er wirklich ist. Das heißt, er gesteht, dass er kein Prinz ist, sondern nur ein einfacher Junge von der Straße. Damit rettet er sie. Und sie erkennt, dass das der ist, den sie immer geliebt hat. Das heißt, jetzt bekommen sie sich. Und, auch typisch für eine Geschichte, nachdem er jetzt die Prinzessin heiratet, wird er wirklich zum Prinzen. Das heißt, das ist so dieses Grundmuster der Liebesgeschichte, der Love Story, tausendmal erzählt. Und es ist einer von diesen Masterplots, wobei es diesen Masterplots jetzt nicht als LLP-Format gibt. Aber die Frage der Masterplots im LLP ist dann die Frage, wie viele Grundformate gibt es eigentlich im NLP? Wie viele Grundmuster der Veränderung gibt es eigentlich im Storytelling? Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist eine niedrige, zweistellige Zahl. Ich würde mal so aus dem Bauch raus sagen, irgendwas zwischen 10 und 20. Genau kann ich es nicht definieren wegen der Abgrenzungsprobleme. Und außerdem kommt manchmal noch ein neuer dazu. Mein letzter Neuzugang zum Beispiel war der Plot aus Sucker Punch, ein Film von Zack Snyder. Da wird eine Veränderung der Heldin gezeigt, wo ich mir hinterher dachte, wow, das ist ein Muster der Veränderung, das haben wir im NLP nicht. Ich habe daraus ein Format gemacht, ich habe das Ganze als Format beschrieben und ehrlich gesagt, ich habe mir noch nicht getraut, es durchzuführen, weil ich halte es für ein ziemlich heftiges Veränderungsmuster. Obwohl mir hinterher, wie so oft eingefallen ist, eigentlich gibt es eine Methode, die genau das macht. Ich will jetzt den Film nicht spoilern, weil vielleicht willst du ihn gucken. Das ist wirklich ein ganz großartiger, wenn auch von vielen missverstandener Film. Er beschreibt eine Transformation auf Ebene 5. Byron Katie bringt gerne den Satz, wer wärst du ohne diese Geschichte? Und das ist für mich genau das, was Sucker Punch zeigt. Sucker Punch zeigt Blick in eine Persönlichkeit, in der verschiedene Selbste, also verschiedene Ebene 5 Versionen einer derselben Person existieren. Und der Film geht um das Verhältnis zwischen dem traumatisierten Selbst und dem heilen Selbst. Also dem Selbst, was von dem Trauma überhaupt nie etwas mitbekommen hat. Und am Ende wählt der Film die Idee, dass das traumatisierte Selbst sich opfert, damit das heile Selbst völlig unberührt von diesem Trauma sein Leben leben kann. Das würde bedeuten, übertragen auf NLP, NLP-Formate und Psychotherapie, dass wenn dir irgendetwas Unangenehmes passiert ist in deiner Biografie, was wirklich unangenehm ist und beinahe das Wort traumatisch verdienen würde, wer wärst du, wenn du diese Geschichte komplett loslassen würdest? Wie gesagt, ich zögere, das wirklich mit jemandem zu machen. Ich habe es noch nie gemacht, weil ich mir natürlich denke, dass wenn einem sowas widerfährt, ist eigentlich so ein normaler Ansatz im NLP zu sagen, mach was draus, utilisiere es, nutze es für irgendeine Art von Transformation, dass du dadurch zu einer besseren und stärkeren Version von dir wirst. Aber was macht man mit Leuten, wo das einfach halt wirklich ein übler Schlag ist? Vielleicht ist es da eine Idee zu sagen, gibt das traumatisiertes auf. Also du merkst, ich bin da sehr zurückhaltend. An dieser Stelle lege ich mich wirklich nicht fest, da will ich keine Meinung äußern, außer der, dass es sich wirklich lohnt, den Film zu sehen und ihn sich auf oberen logischen Ebenen ins NLP zu übersetzen. Wenn du ihn guckst, Vorsicht, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine, die erkennst du an den Altersunterschieden. Das Dumme ist, dass in der etwas kürzeren Version, also ohne den Deleted Scenes,
fehlt exakt die Transformationsszene. Also es fehlt genau die Szene, wo die Heldin sich opfert. Von daher, du brauchst, wenn du natürlich guckst, die DVD-Version oder ich weiß nicht, ob man den irgendwo streamen kann. Also die Version, wo die lange Szene zwischen Baby Doll und dem High Roller mit drin ist, wo sie also wirklich bereit ist, sich zu opfern, weil das ist die es letztendlich geht. Gut, das sind die Masterplots der Veränderung. Und wir haben drei Möglichkeiten, mindestens sie zu beschreiben, wahrscheinlich sogar mehr als drei Möglichkeiten. Eine klassische Möglichkeit ist, sie zu beschreiben in Form von NLP-Formaten. Die zweite klassische Möglichkeit ist, sie zu beschreiben in Form von das Format in einem Satz. Also bei Change History, was hast du daraus gelernt oder was würdest du gerne anders, was hättest du gerne anders gemacht, was würdest du heute anders machen? Und die dritte Möglichkeit ist halt, sie zu erzählen in Form einer archetypischen Geschichte. Und in der aktuellen Newsletter-Reihe, die jetzt gerade läuft, wähle ich genau diesen dritten Weg. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen diese Reihe haben wird. Das kommt auch wie immer ein bisschen Feedback an. Wenn ich das Gefühl habe, oh ja, das gefällt meinen Lesern, das lesen die gerne, dann gibt es vielleicht ein, zwei Folgen mehr von den Masterplots der Veränderung, weil ich das Gefühl habe, das irritiert mehr, als dass es nützt. Man fragt sich, wovon schreibt er denn jetzt da wieder der Ralf? Dann ist es vermutlich nach zwei Folgen zu Ende und ich schreibe dann wieder irgendwas eher, was guten Anklang findet, weil ich schreibe diese Letter ja nicht für mich, ich schreibe sie für die Menschen, die sie lesen. Von daher freue ich mich natürlich auch, wenn du dir den Newsletter durchliest. Ich mache einen Link unter den Podcast, wo du ihn findest, wenn du dir ihn durchliest und mir dann Feedback gibst, ob du das hilfreich findest, NLP-Formate mal auf diese Art zu erleben. Wie gesagt, diese Woche noch bis zum nächsten Samstag steht online die archetypische Geschichte der Rückkehr, die Change History Version. Das sind die Masterplots der Veränderung. Und ich hoffe, es hat dir gefallen, dir das Ganze anzuhören. Ich hoffe vor allem auch, dass wenn du ab jetzt Geschichten hörst, Geschichten liest oder Filme guckst, du vielleicht manchmal das ein bisschen im Hinterkopf behältst mit den Grundmustern der Veränderung. Mir fällt gerade ein, ich habe ja auch ein E-Book geschrieben über den Storycode, also die Methode mit Geschichten zu arbeiten, die ich entwickelt habe. Ich werde den Link mit dazu setzen unter den Podcast, sodass du dir auch dieses E-Book runterladen kannst. Da findest du noch ein paar Hinweise zum Aufbau von den Geschichten, zum Aufbau des Monologs, zum Aufbau der Heldenreise. Es ist ein wirklich faszinierendes Thema, dem man ein Leben widmen kann. Es entspricht dem Archetyp der großen Mutter, es ist einer der Modelle. Und von daher, es ist eine Welt, die man sich auf die Erde erschließt. Da geht die Türe zu einem Raum auf, Zehntausende von Jahren in die Vergangenheit. Und alles, was wir heute kennen als Psychologie, als Coaching, als Veränderungsmethoden, baut im Grunde auf diesen Geschichten auf. Darum sind die so wichtig. Ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.